Gut. Und jetzt wird es auf die Füße aufgetragen. Schön dick. Das muss nur ich machen. Ihr müsst mir eigentlich nur zugucken. Aber es ist trotzdem wichtig. Seht ihr, das Wichtige daran ist, dass ich keine Stelle auslasse, damit ich morgen keine großen Brandblasen bekomme. Aber ihr seht hier, diesen einen Fleck, den lasse ich aus, denn wenn ich übers Feuer gehe, muss ich auch etwas von mir ins Feuer geben. Das ist ganz wichtig. Es ist ein Teil des Rituals, dass ich bereit bin, Schmerzen zu ertragen für meine süße Angoschminia. Deshalb wird dieser eine Teil ausgelassen. Du hast ja sogar Haare an den Füßen. Natürlich, wer hat das nicht? Niemand? Ihr habt haarige Füße? Eben nicht. Passt so, als hättest du meine Füße jetzt zum ersten Mal gesehen, aber ich bin fast... Nun, die Hälfte der Zeit bin ich ohne Schuhe unterwegs. Nun, ich vermeide den Blickkontakt zu euren Füßen. Aus gutem Grund. Ich kann nicht nachvollziehen, warum. Es sind so schöne Füße. Dieses Ritual erinnert mich sehr an die Schlacht der drei Kaiser Boltax. Wieso? Was meinst du? Als wir diese Drachenpaste hatten, um gegen Rassasor zu kämpfen. Ich muss sagen, das hier ist sehr viel wohlriechender. In der Tat, die Drachenpaste ist nun ein Überbleibsel unserer kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Drachs. Wir Zwerge haben sie ursprünglich erfunden, um uns ihnen zu erwehren. Und schön, dass es dann noch so einen glimpflichen Ausgang gegen Rassasor gefunden hat. Dieses spezielle Rezept stammt eigentlich tatsächlich aus einer der Expeditionen des Salpikon Sabertin in die Exensümpf. Ja, wunderbar. Es wurde überliefert auf einer alten Steintafel und von den Hexenpriestern benutzt, um sich bei Feuerproben ihren Rang zu erweisen. Ich bin ja schon ruhig. Ja, ist vielleicht besser. Nun gut, in jedem Falle duften die Füße und sie sind gut eingeschmiert. Das heißt, morgen werde ich da auch wenig Probleme haben. Gut. Dann sind wir für den heutigen Abend fast schon fertig. Ich hätte noch eine kleine Bitte an euch. Ja. Ein fragender Blick und etwas Furcht drin. Seid bitte morgen pünktlich. Ach so, ja, natürlich. Das ist wichtig. Wann geht das denn los? Oh, es geht... eigentlich hatten wir geplant, dass es bereits zur 9. Stunde losgeht, aber wir müssen ja noch dorthin kommen und deshalb haben wir es auf die 10. Stunde verlegt. Dann passt das auch ganz gut mit dem Verlesen der Familie des Bräutigams und der Braut. Dann sind wir etwa nach 2 Stunden damit fertig und können dann zur Mittagszeit mit den Schwüren des Feuers, des Erzes, des Humus, des Wassers, der Winde und des Eises beginnen. Dann kommt das Malen der Edelsteine und das Auftragen des Edelsteinpulvers. Das wird nicht so lange dauern, vielleicht, 20, 25 Minuten. Dann findet der Geschenkaustausch statt und das Kosten des Ehebräus. Dann der Segen der Asche, die Feuerprobe und die Reden der Pfeiler dürften dann gegen 15, vielleicht zur 16. Stunde des Tages passieren, sodass wir dann nach den Reden der Pfeiler vielleicht die 18. Stunde haben. Dann findet die Predigt von Angroschs Geschenken statt. Dann findet der Kuss der Ringe durch die Pfeiler statt. Und dann schließlich die Schwüre von mir und Angrosch Minia, sodass wir zur, 22. Stunde des Tages am Ende uns die Ringe gegenseitig anstecken. Ja, so ungefähr ist der Zeitplan. Nicht konkret. Das kann sich natürlich alles etwas nach hinten verziehen. Aber ich bin optimistisch, dass wir bis Mitternacht fertig sind. Ja, ich denke, das bekommen wir hin. Sehr schön, sehr schön. Nun, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt alle ins Bett, sodass wir morgen ordentlich ausgeruht sind. Und ein wenig flau ist mir gerade schon. Aber ich glaube, das gehört dazu vor einem solch großen Tag, nicht wahr? Ja, und denkt einfach gut, ihr lebt eh nicht mehr lange. Immer wieder sehr tröstlich, das zu wissen. Was beunruhigt dich denn, Boltax?
Also, woher kommt dieses Flower-Gefühl? Nun, alles und nichts. Es ist natürlich das, was Rafim sagt. Ich werde ja ihr vermutlich nicht besonders lange ein Bräutigam sein können und viel von meinen ehelichen Pflichten werde ich deshalb gar nicht wahrnehmen können, weil nun aller Wahrscheinlichkeit nach ich dann am Grunde des Ozeans liegen werde oder noch Schlimmeres. Das ist eine Sache, die mich beschäftigt. Ob sie sich überhaupt für den Richtigen entschieden hat, wenn ich jedoch kaum etwas bieten kann als die nächsten anderthalb Monate. Und vielleicht, dann... Vielleicht sterbt ihr auch beide. Nein, das wird nicht passieren. Sie wird leben. Sehr beruhigend. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht stirbt keiner von euch, aber vielleicht stirbt ihr auch beide. Ich denke immer positiv. Ja, das ist meine größte Sorge und deshalb habe ich ein wenig flaues Gefühl. Nicht, weil ich nicht mir meiner Gefühle sicher bin oder mir ihrer Gefühle sicher bin. Oder weil ich denke, dass sie mich nicht liebt oder so etwas Absurdes. Nein. Aber, ja, es ist einfach die Perspektive und die dräuende Zukunft, die mich wahrscheinlich diese Nacht schlaflos zurückbleiben lässt. Das verstehe ich. Aber ich glaube nicht, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, Bultax. Angroschminia hat sich für dich entschieden, im Wissen von all diesen Dingen, und sie möchte es trotzdem. Nun, da hast du nicht Unrecht. Ja. Ja, das stimmt schon. Nun, am Ende weiß sie, worauf sie sich einlässt. Ich war immer ein offenes Buch und... Ja, wenn sie sich dafür entschieden hat, dann muss sie gute Gründe haben. Ja, ja. Danke, Zulamin. Ich glaube, das beruhigt mein Gemüt dann doch ein wenig. Genau. Wir würden doch niemals Angroschminias Urteilsvermögen in Zweifel ziehen. Das wäre schändlich. Ja, in der Tat. Ungesehens. Nun... Ich werde mich jetzt gleich ins Bett begeben. Könnte einer von euch nochmal nach Angroschminia sehen? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch Denken oder Sorgen oder Nöte. Und ich darf sie ja heute Abend nicht sehen. Vielleicht sprecht ihr einfach noch einmal kurz mit ihr. Das würde mir auch ein wenig Linderung verschaffen. Aber natürlich. Vielen Dank. Ja, und damit würde ich... den Vorabend der Hochzeit beschließen. Bultax würde ins Bett gehen und natürlich trotzdem noch relativ lange wach bleiben, von einigen Gedanken beseelt, aber auch geplagt. Denn mit der Vorfreude auf die Hochzeit kommen natürlich auch die Bedenken, was denn die Zukunft für die Sache bereithält. Ja, Zulamin würde das Versprechen einlösen und auch noch Abelmir fragen. Abelmir, möchtet ihr mitkommen? Natürlich, als erster Fall der Braut ist natürlich meine Pflicht. Ja, ich finde, wir müssen uns bedanken, dass sie uns als ihre Pfeiler haben möchte. Ja, das auch, aber ich kenne sie schon so lange aus der Wildermark noch. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Habt ihr schon mal gehört von meiner Erfindung? Eure Erfindung? Ja, ich hatte eine Rotze auf einen Leiterwagen gestellt. Sehr interessant. Sehr effektiv vor allen Dingen. Und Angroschminia konnte das damals meine Erfindung umsetzen. Ich erinnere mich, dass ihr damals, als wir an dieser Mauer waren, irgendetwas mit ihr geplant hattet. Ach, so viel haben wir durchgemacht. Ja, wollen wir einmal schauen, was sie treibt. Ja, wenn ihr in die Zimmermannsstube geht, könnt ihr sehen, wie sie auf einem großen, erhöhten Schemel steht. Vor ihr könnt ihr sehen, wie dort Lachalkasch steht mit einer Nadel im Mund und da wohl gerade irgendwas absteckt. Sie selbst hat ein rotes Leinenkleid an mit zahlreichen zwergischen Runen drauf. Ein zweiter Handwerker webt ihr da wohl gerade in ihre Haare mehrere Diamanten ein. Oh, da seid ihr ja. Ich hoffe, ihr habt Bultax nicht mit dabei.
Natürlich nicht. Gut, gut. Das sieht ja wunderbar aus. Ja, selbst gefärbt, selbst genäht. Da habe ich einige Zeit reingesteckt. Ich hoffe, es gefällt Boltax auch. Larikash macht noch gerade die letzten. Mein Bauch ist gerade etwas dicker geworden. Ja, naja. Da muss dann noch einmal vor dem letzten Abend der Rest abgesteckt werden und dann einmal zugenäht. Aber wir sind ja beides Handwerksgeweihte. Ingrim, Angrosch und so weiter und so fort. Und wir freuen uns auf morgen. Was können wir denn für euch tun? Nun, eigentlich wollten wir fragen, ob wir etwas für dich tun können. Ach so, ja, du kannst mir natürlich auch gerne die Haare flechten. Eirik hier flechtet mir die Diamanten ein, aber ich brauche natürlich noch richtig geflochtene Haare, verstehst du? Oh ja, das kannst sehr gerne. Das kannst du gerne machen. Die sind in der letzten Zeit auch ein bisschen lang geworden. Und ich hatte überlegt, wie ich die trage, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass sie nicht über den Gürtel kommen. Und dementsprechend, wenn sie dann unter der Gürtellinie sind, dann sollst du sie wieder nach oben flechten. Verstehst du? Mhm. Ich glaube, ja. Möchtest du das heute Abend schon haben? Ja, ja. Dass sie beim Schlafen ja nicht durcheinander kommen? Nein, ich schlafe nicht mehr. Okay. Nein, ich schlafe nicht mehr. Gut. Kann ich irgendwie behilflich sein bei irgendetwas? Du kannst die Geschenke einpacken. Das wollte ich eigentlich schon gemacht haben, aber ich weiß nicht, ob hier ein Kobold durchgelaufen ist oder sowas. Klabauter sollten wir eigentlich nicht haben. Bauter hier. Da drüben ist das Papier und da sind die Geschenke. Nun gut. Das kannst du bist Horasia. Ich gebe mein Bestes. Dazu bin ich jetzt echt nicht mehr gekommen. Es war dann in den letzten Monaten dann doch viel zu tun und ich kam dann mal nicht dazu. Naja. Ja, und du kannst gerade ja auch schlecht weg. Ja, also vor allem, ich musste mich halt auch entscheiden zwischen den ganzen Sachen, die dann hier im Hafen anstehen und dann eben auch die für, also ich habe das ja alles selber geschmiedet. Vor allem ist es ja nicht geschmiedet, sondern dann eben, ihr werdet es ja sehen, aber du siehst es ja auch direkt vor euch. Es ist ja nichts Geschmiedetes, weil Boltax als Geode, da habe ich dann schon Wert drauf gelegt. Das ist dann eben keine richtige Metallvergütung, also es sind ja Steine. Naja, aber man kann doch mit Stein super viel machen und ich glaube, er freut sich da viel mehr drüber, als wenn er jetzt irgendwie was als schmiedetes Handwerk bekommt, weil er weiß, dass ich das kann und dann ist es ja auch nichts Besonderes mehr und deswegen habe ich dann gesagt, nee, dann schlage ich Steine. Apropos Schmieden, habt ihr meine letzte Zeit bekommen? Das habe ich bekommen. Die Drähte sind auch dort hinten, die haben wir schon geflochten. Das geht ja hier an Bord auch relativ gut. Sehr schön. Hier, ach ja, ich sehe schon. Ich würde mir jetzt mal die Geschenke ordentlich falten. Ich habe eine Zeit dabei und mache in Ruhe. Und ihr habt jetzt schon Eheboy angesetzt? Ihr habt das Eheboy angesetzt, habe ich zumindest von der Koch war hier. Der Koch war kurz bei uns und der hatte gesagt, dass ihr euch wohl bei Serpentilio rumgetrieben hattet. Da sagte zumindest Selchion, dass ihr irgendwie Bier machen wolltet oder sowas. Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber ich weiß das sowieso. Ja, es ist alles vorbereitet. Naja, zwergische Tradition eben. Das Eheboy ansetzen. Es schmeckt so wie Siljons berühmte Reissuppe. Naja, es ist auch noch nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, das dauert ja noch. Also nach 2 Monaten kann man mal reinschauen. Ja, bestimmt. Ja, Gärung so braucht ein Weilchen. Ist das so richtig, Angroschminia, wenn ich es hier oben wieder feststecke? Genau. Aber du kannst, wenn du unter dem Gürtel warst, kannst du wieder ein bisschen kunstvoller werden. Siehst du, ich habe da schon drei Strähnen habe ich hier schon hängen. Daran kannst du dich orientieren. Da gehen wir dann von der Dreierflechtung in die Fünferflechtung. Und wenn du dann an dieser Stelle bist, da kannst du es dann einhaken und dann kannst du auch meinetwegen wieder runterhängen. Dann haben wir eine Siebenerflechtung. Das wird schon gehen. Ich glaube, bis morgen früh um 7 sind wir fertig. Ich könnte auch so ein Fischgerätmuster machen. Ich habe das bei Mandarion gesehen. Oder ist das zu unzwergisch? Das können wir eigentlich gerne machen, weil wir sind ja auch eine Seefahrergilde oder unser Clan jetzt auf hoher See, auch wenn ich hoffe, dass wir dann vom Wasser auch irgendwann wegkommen. Vielleicht suchen wir uns einen einsamen Stollen oder sowas. Ja, wenn all das hier vorbei ist.
genau. Nee, aber das kannst du gerne machen. Dann gehst du, ab dieser Stelle gehst du dann in die Fischgräte, dann machen wir die anderen wieder auf. Das ist auch gar nicht schlimm. Wir haben ja noch genug Zeit. Ja, und Sulamin macht sich an die Arbeit. Ich weiß nicht, ob wir noch zum Schlafen kommen. Vermutlich nicht. Also es wird dann wieder viel, viel gequatscht, auch über die guten alten Zeiten, die Wildermark, über das gute alte Zwei Mühlen. Kann dann Abel mir berichten, wo ihr sie damals kennengelernt habt, mit der Gräfin, die Torwalerin, die euch ja auch viele Probleme damals bereitet hat. Ja, aber Zwei Mühlen, damals fing alles an, mit Angroschminia zumindest. Und kurze Zeit später dann mit Boltax. Ich hole nochmal zwei Flaschen und ein paar Gläser aus meinem Privatvorrat, irgendwie Wein, irgendwie, damit so ein 5. Jahr wird hier. Ja, genau. Also selbst Lahalkasch ist auch ein bisschen lockerer. Wie gesagt, er hat da irgendwie seine Stecknadel im Mund stecken und murmelt da wohl irgendwas in seinen Bart. Das liegt aber auch da einfach daran, dass er die Stecknadel da im Mund hat und immer von links nach rechts und rechts nach links schiebt. Aber ja, es wird so ein richtiger Mädelsabend, ne? Ja, bis auf Lahalkasch und mich. Ja, okay. Aber das sind trotzdem, ne? Mädelsabend. Ja. Gut. Ja, und der Schlaf, den Boltax euch eigentlich hätte verordnet, fällt einfach aus und dementsprechend seid ihr dann am nächsten Tag doch schon gut müde. Also es ist ein gutes, entspanntes Gefühl, so den ganzen Abend mit Lahalkasch, Alrik und Sätchen stellt sich auch noch irgendwann dazu zu reden, zu tratschen über alte Zeiten. Aber ihr seid müde. Und ja, dann, also Zulamin hört manches davon ja auch zum ersten Mal, also das ist so ganz interessant für sie. Und sie verabschiedet sich dann irgendwann in den frühen Morgenstunden, denn sie muss sich selber ja auch noch fertig machen. Richtig, richtig. Aber unter Zeitdruck. Okay, dann Aufhübschenprobe, das ist dann auch alles betören, ne? Das kannst du mir mal für Angroschminia würfeln. Auch wenn es nur die Haare sind, aber DSH hat keine Haareflechtenprobe. Das ist das, was du denkst. Es gibt ein Metatalent, das sich aus Heilkunde, Wunden und Betören zusammensetzt. Ich glaube es dir so. Das DSA-Forum hat für alles eine Lösung. Hallo, Etikette! Um zu wissen, ob deine Haare links oder rechts gedreht sein müssen. Ja, ihr könnt euch fertig machen und dann in eurem besten Zwirn ist natürlich auch die Frage, wie Rafim kommt, euch in Richtung der Höhle begeben, die dann ausgeschildert irgendwo am Strand liegt. Wie hat sich denn Rafim fertig gemacht? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil einerseits kommt man ja als Chorgeweihter, aber sonst ist man ja auch noch König. Mit einer Krone aufs Holz. Hab ich eine Krone oder was war das? Kannst du auch noch eine schnitzen am Abend? Eine eiserne Krone. Ja, nee, das schaffe ich. Doch, komm, schnitzen. Komm, ich schnitze mir noch eine Krone. Eine Holzkrone schnitzen am Abend. Immerhin ist man ja König. König von Teil. Ich glaube, das ist nicht trivial. Nee, ich habe vermutlich auch nicht ohne eine Drehbank. Also ich habe vermutlich einfach nur einen Ring geschnitzt oder mehr. Aber ich glaube auch, das ist nicht trivial ohne den Drehbank. Ja, eine Krone, das ist zusammengesteckt aus Einzelteilen. Also das kriegst du hin. Dornenkrone würde gut zum Chorgeweihten passen. Wegen dem Blut. Und auch zu eurem Stamm. Ja. Schade, dass wir die eine Krone wieder in die Tiefe geschickt haben. Zu eurem Stamm würde eine Krone passen, auf der oben drauf ein Eimer Lack sitzt. Mir ist aber nicht so jemand verbeugt. Ich hab das da raus und er darf das trinken. Vom Boden aufleichen. Das passt zu eurem dämlichen Stamm. Die letzten zwei Mitglieder. Sind die eigentlich auch eingeladen? Ja, ja, ist auch. Gornach ist ja auch im Stammpfeiler. Ja, Häuptling Alpina weiß und sein Schamane Erbsenroh erlebt oder grün, danke oder was? Nee, wie heißt der Schamane nochmal? Stierkopf? Stierkopf-Schamane. Wenn die nicht dabei sind, hole ich die. Doch, die sind alle eingeladen, die gehören doch zum Stamm. Eingeladen, natürlich. Ja, perfekt. Also Zulamin würde sich bei ihrer Garderobe richtig ins Zeug legen, noch schnell die Augenringe überschwimmen und also es ist noch dieses eine Mal die volle thulamidische Prachtentfaltung und dann schlägt sie unten bei Serpentilio auf. Und? Seid ihr fertig? Nun,
Ich habe noch ein oder zwei Dinge ansitzen, die übernachtungen müssen, aber dann sind unsere Vorbereitungen größtenteils abgeschlossen, denke ich. Aber so wie ich das verstehe, haben wir auch noch mehr als eine Woche Zeit, bevor es losgeht? Nicht, was ich meinte. Habt ihr euch umgezogen? Nein. Nun, dann wird es Zeit. Ja, Vitania, dies ist der falsche Moment, um zu versuchen, mich aus meiner Robe herauszubekommen. Ich habe Arbeit zu tun. Ihr habt auf eine Hochzeit zu gehen. Ich wüsste nicht, dass... Oh, Poltax. Ich weiß, ihr haltet das alles für Zeitverschwendung, aber... Tut mir den Gefallen. Nun, vor allem Verschwendung der Mühe, wenn man bedenkt, dass... Nun gut. Wenn ihr mich... Es zieht sich irgendwie den... Mittlerweile fast schon zum Arbeitskittel verkommene Robe, die aus Berwag mitgebracht hat, über den Kopf. Wenn ihr mir das halten würdet, danke sehr. Ihr habt mir doch... wo ist es denn? Ah, hier. Und Sulamin hatte ihm ja einen Kaftan mit Goldstickerei und hast du nicht gesehen gekauft. Ja, der passt immer noch genauso hervorragend wie beim ersten Tag, hm? Besser. Viel besser. Nun gut, hoffen wir, dass hier nichts ausbüchst, während ich fort bin. Ich bin sicher, ihr habt es im Griff. Und sie reicht hier ihren Arm. Immerhin einer von uns beiden. Ich weiß euer ewiges Vertrauen zu schätzen, Kapitän, ja? Dann einmal los. Ja, und dann schließen wir uns dem Zug an, der Festgesellschaft zu der ominösen Höhle, von der wir gehört haben. Ja, das gesamte Schiff von euch wird dann auch sich frühzeitig auf den Weg machen und so könnt ihr dem langen Pfad folgen, der dann natürlich von Menschen gesäumt ist. Auch die anderen Kapitäne, die ihr mittlerweile zu Freunden zählen könnt, hat Boltax eingeladen. Rathar Alsanin selbstverständlich lässt es sich auch nicht nehmen, ein letztes Mal kurz vor dem Ende sich herauszuputzen. Pelliope von Rathmos, von dem Prinz Amerit und ja, auch einige andere, die ihr sehen könnt, ihn zunicken könnt. Viele bekannte Gesichter, viele neue Gesichter. Es sind auch ein paar Zwerge dabei, vor allem all diejenigen von der Seeadler von Xorlosh. Auch der ehemalige Konkurrent von Boltax, der dann ja kurzfristig Angroschminia die schönen Augen gemacht hat, hatte Boltax ja extra noch eingeladen, um ihn so ein bisschen auszustechen, um ihm das unter die Nase zu reiben. Aber ja, man nimmt tatsächlich jetzt hier am ersten Ingrim die Festtage so, wie sie kommen und arrangiert sich in diesem, ja, ich sag mal, Hexenkessel aus Kulturen miteinander, um dann einer Hochzeit von Zwergen beizuwohnen, die ja nicht allzu oft vorkommen, vor allem nicht für Menschen zugänglich, sodass die Höhle dann sehr voll wird.